Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quick-Tipps. Mein Name ist Arno Burger. Wenn ihr in OneNote eine Tabelle erstellen wollt, dann ist es ganz einfach. Ihr schreibt den Text, den ihr in der ersten Spaltenbeschriftung haben wollt. Es können auch mehrere Wörter sein. Dann drückt ihr die Tabulator-Taste und schon habt ihr eine Tabelle. Dieses Verhalten lässt sich in OneNote nicht ausschalten und es führt dazu, dass man keinen Tabulator in OneNote verwenden kann, so wie ihr das vielleicht aus Word oder aus Outlook oder ähnlichen Programmen gewöhnt sind. Wenn ihr das doch braucht, dann macht ihr Folgendes. Ihr startet Word. In Word tippt ihr einmal die Tabulator-Taste, sodass ihr einen Tabulator habt. Das könnt ihr euch auch anschauen über die nicht druckbaren Zeichen. Dann seht ihr, das ist der Tabulator. Den könnt ihr dann markieren und in die Zwischenablage kopieren. Dann wechselt ihr wieder zu OneNote zurück und in OneNote ruft ihr auf Dateioptionen und geht dort über die Dokumentenprüfung in die Autokorrekturoptionen. Und hier bei Ersetzen wählt ihr ein Kürzel, das ihr später eingebt. Und wenn ihr dann nach dem letzten Buchstaben die Leertaste drückt, dann wird automatisch das eingefügt, was hier unter durchsteht. Und das ist, ich mache mal Steuerung V, mein Tabulator. Das heißt, ich habe unterdurch den Tabulator eingefügt und ersetze also in Zukunft Backslash Tab durch diesen Tabulator. Das muss ich noch hinzufügen, damit es hier in der Liste drin steht. Bestätige mit OK und nochmal mit OK. Und wenn ich jetzt einen Text schreibe und die Tabulator-Taste drücke, dann habe ich immer noch den alten Effekt. Aber wenn ich jetzt einen Text schreibe, Leerzeichen, Backslash Tab, Leerzeichen, dann seht ihr, hier ist jetzt dieser Tabulator eingefügt. Da es in OneNote nicht wie in Word Tabulator-Stops gibt, sind die Tabulatoren in OneNote nicht ganz so hilfreich wie zum Beispiel in Word. Deshalb würde mich interessieren, wofür setzt ihr Tabulatoren in OneNote ein? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare und wenn ihr Fragen habt, natürlich auch. Ich freue mich immer, euch die zu beantworten. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.